Guten Abend, good evening everyone, welcome on the press conference before Octagon 55 in Stuttgart. It's finally happening, this amazing tournament, which we are super excited in the new city. Octagon is entering Stuttgart, and tomorrow at 6 p.m. The tournament Meine sehr geehrten Damen und Herren, Octagon 55 erwartet uns. Wir haben noch ein paar Tickets. Sie können schon jetzt noch ein paar Tickets kaufen oder Sie können auch das Pay-per-View kaufen. Diese Pressekonferenz wird in zwei Etappen sein. Also das ist das erste Teil der Pressekonferenz. Und jetzt bitte die Fragen. Erste Frage. Check, check. Marian Schuster, Dänisch Sport. My first question goes to Meine erste Frage an Karol Rischavi. Dein Gegner hat gegen Roman Paulus verloren. Siehst du diesen Fight als eine Rache? Alle wissen, dass Roman Paulus gegen Topalai verloren hat, weil es auch Short Notice war. Es ist selbstverständlich nicht. Ja, so ist es. Ich weiß, dass mein Gegner sehr gut ist. Er hat noch nie verloren. Wir sehen das nicht wie ein Rematch. Es ist ein Ziel von mir. Es ist etwas, das ich schaffen will. Und morgen werde ich den Sieg holen. Und ich freue mich schon sehr. Noch eine Frage. Was kommt als nächstes für dich nach diesem Fight? Du hast in der 66er-Kategorie gefightet und jetzt wirst du in der 70er-Kategorie kämpfen. Ich will noch in der 66 antreten. Ich habe mich immer für diese Kategorie vorbereitet und ich fühle mich da auch ganz gut. Ich habe mich gefreut, in Deutschland zu kämpfen, deshalb habe ich mich entschieden, es wie eine Herausforderung zu sehen und hier zu kämpfen. Ich will in 66 als nächstes wieder kämpfen, aber jetzt versuche ich mich auf morgen zu konzentrieren und nicht auf die Zukunft. Ich versuche das Beste zu geben. Meine letzte Frage an Rosa. Rosa, du bist eine Lehrerin, eine Professorin. Ich habe das jetzt herausgefunden. Wie sehen deine Studenten deine Fights? Unterstützen sie dich? Ja, ich habe ein PhD. Und ich glaube, dass meine Studenten mich unterstützen. Es ist sehr schön für mich, in Octagon zu kämpfen. Frage an Lucia Sabova. Nach drei Jahren kommst du zurück ins MMA. Wie freust du dich auf den Kampf? Hast du vielleicht mehr Nerven als vorher? Bist du nervös? Ich freue mich sehr. Es ist nach einer sehr langen Pause und ich habe mich sehr vorbereitet, damit ich jetzt morgen kämpfen kann. Ja, ich fühle mich nervös, aber ich fühle mich vor jedem Fight nervös. Ich fühle mich eigentlich positiv nervös. Und ich will das Beste in mir zeigen. Hast du dich in der Vorbereitung zum Beispiel manchmal kritisch gefühlt? Hast du darüber nachgedacht, nicht mehr zurückzukommen? Ich fühle mich so nach jeder oder bei jeder Vorbereitung. Da waren solche Momente, die kritisch waren. Aber ich finde, das ist, was mich dann stärker macht. Was ist dein Gameplan für morgen? Willst du sie finishen? Ich werde meinen Gameplan jetzt nicht verraten. I have question on promoters in English. Frage an die Promoters. Es ist das nächste Turnier in Deutschland nach Frankfurt und Köln. Es ist ein neues Abenteuer für euch. Seht ihr zum Beispiel Unterschiede in die Vorbereitung für die Turniere in verschiedenen Städten? Gibt es da Unterschiede zwischen der Vorbereitung in Frankfurt oder Stuttgart? Mhm.
I really don't know. Like, yeah, something is different. Keine Ahnung, ja, etwas ist schon ein bisschen anders. In Stuttgart ist das das erste Mal, dass wir ein Turnier machen. Es wurde fast ausverkauft. Ich glaube, viele Fußballfans werden morgen auch kommen. Wir wissen, dass es hier auch einen guten MMA-Fighter gibt, der auch ein guter Fußballer ist. Und wir wissen nie, was in einer anderen Stadt passieren wird. In Deutschland ist jedes Bundesland ein bisschen anders. Die Atmosphäre ist anders. Also was in Frankfurt passiert, heißt nicht, dass es auch so in Stuttgart passieren wird. In Berlin ist das dann auch ganz anders. Es ist also ein kleiner Test. Letztendlich glauben wir, dass wir die gleiche Qualität liefern werden und den gleichen Spaß für die Fans. Ich glaube, es wird großartig sein morgen. Also es ist zwar ein bisschen ähnlich, aber auch anders jedes Mal. Und das macht uns besser. Next question on Niklaus. Danke. Nächste Frage an Niklas. Niklas, ich sehe deine Maske. Ist das ein Talisman für dich? Oder magst du zum Beispiel Spider-Man? Warum hast du die Maske heute hier gebracht? I'm not only a fan, I'm the Spider-Man. Ich bin nicht nur ein Fan, ich bin der Spider-Man von MMA. Ich hoffe, das ist eine gute Antwort für dich. Es gibt da schon eine Geschichte. Ich habe die Maske von meinen Studenten bekommen und von meinem Gym. Die haben mir gesagt, du bist der Spider-Man von MMA. Nicht der Spider, die Spinne, sondern der Spider-Man. Und deswegen musst du schon eine Maske tragen. Peter Parker hat doch auch eine Maske getragen. Und er ist ein wahrer Held. Du bist der Held für uns, für unser Gym. Deswegen musst du schon eine Maske tragen. Und ich will der Spider-Man von MMA sein. Und ich will der Spider-Man von Octagon sein. Ich brauche kein Trash-Talk. Ich war nie der Typ, der Trash-Talk braucht. Ich bin lieber der Spider-Man. Ich finde, das ist sympathisch. Ich hasse Trash-Talk. Ich bin friedlich. Und ich muss nicht gemein sein zu anderen Menschen. Das ist meine Mission. Danke. Frage an Lutzka Sabova. Willkommen zurück. Ich hoffe, morgen wird es dir gelingen zu gewinnen. Ist deine Familie gekommen nach Stuttgart oder werden sie das Pay-Per-View schauen? Mein Sohn Dragan ist zu Hause. Ich glaube, ich muss mich konzentrieren auf morgen. Ich muss mich auch auf mich selbst konzentrieren, auf den Fight. Und das ist meine Priorität. Wie wirst du feiern, wenn du gewinnst? Ich glaube, ich werde mir neue Schuhe kaufen. Danke. Hallo, M4T from Berlin. Nikolaus, hallo erstmal. Dein letzter Kampf ist schon wieder einige Monate her. Wie hast du dich jetzt speziell auf solch einen starken Gegner wie Michael vorbereitet? Vor allem, er ist bekannt für sein Striking und dass er auch ein Finisher ist. Gab es da irgendwie eine spezielle Vorbereitung? Ich bereite mich eigentlich immer auf alles vor. Ich habe jetzt kein spezielles Mittel gegen. Ich nehme die Kämpfe so, wie sie sind. Er ist ein starker Mann. Das ist gar keine Frage, aber ich meine, wer ist denn hier bei Octagon nicht stark? Ja, und wenn er mein nächster Gegner ist, ich suche sie mir nicht aus, ich nehme sie an. Mein Manager macht das alles und ich gehe nur ins Training, das ist mein Job. Ich gehe da morgen rein, ich bin motiviert, er ist es auch, wir werden eine Bombenschlacht liefern, das hoffe ich mal. Und der Beste geht mit der offenen, erhobenen Hand raus aus dem Käfig, das ist prinzipiell meine Mission. Ich bitte natürlich um Gottes Hilfe, dass wir uns beide nicht verletzen. Wir sind beides Athleten, Sportler. So soll es auch sein. Er hat seinen Alltag, ich habe meinen Alltag und wir müssen funktionieren im Alltag. Und das wird auf jeden Fall eine Bombenschlacht. Also sowohl im Striking, Grappling, ist mir egal, wo der Kampf sich verlagert. Ich werde bereit sein. Er genauso. Und das wird auf jeden Fall ein ganz, ganz geiles Ding morgen. Hast du eine Prognose für uns? Ich mache nie Prognosen. Ich nehme den Kampf, wie gesagt, so wie er ist.
Es wird auf jeden Fall, hoffe ich, sehr explosiv. Es wird auf jeden Fall ein Feuerwerk und ich hoffe natürlich der Fight of the Night. Ja, Michael, du schielst schon rüber. Wie verlief deine Vorbereitung? Kannst du uns ein paar Einblicke geben? Ja, klar. Ich war in Spanien die Vorbereitung. Also ich fliege immer zum Risa nach Spanien. Wie auch er sich auf alle Grundlagen vorbereitet hat, sowohl am Stand, am Boden, Wrestling, ging es auch bei mir um das Gleiche eigentlich. Different Land, aber gleiches wie er hier in Deutschland. Ja, und gleich auch, was er gesagt hat gerade, also ich wünsche auch, dass wir beide da gesund rauskommen, gesund reingehen. Nico, ebenfalls eine geile Schlacht machen wir beide uns richtig in die Fresse einschlagen. Oh ja, ich träume davon. Ich träume von einer blutigen Schlacht mal so, dass ich da so richtig mir das Blut von den Händen lecken kann. Also ich hoffe, morgen wird es so weit sein. Ich will den Traum mir erfüllen. Also und das Geile ist, das wird auf jeden Fall ein witziges Ding. Wir beide zeigen, man muss nicht diese Trash-Talk-Scheiße da den beleidigen, die Mutter beleidigen, den Vater beleidigen. Das bin ich nicht. Also ich kämpfe über 20 Jahren. Der Sport hat mich aus der Scheiße rausgeholt. Wenn ich das nicht hätte, wäre ich wie meine Familie, wie mein Onkel, die Mörder waren, hätte ich auch Leute nicht umgebracht. Und daher, der Sport hat mir geholfen und dafür stehe ich. Hast du eine Prognose für uns? Die Prognose ist einfach, dass wir den Kampf des Abends machen morgen. Und wenn Gott will, dass er gewinnt, wird es wahrscheinlich so passieren, aber da muss er wirklich durch die Höhle gehen. Wenn Gott will, dass ich gewinne, wird es auch so passieren, da muss ich durch die Höhle gehen. Einer von uns wird gewinnen. Ganz simpel. Wird warm. Wird sehr, sehr, sehr heiß. Also ich bin auf jeden Fall heiß. Hallo, wie geht's euch? Mein Name ist Sino aus Berlin, Sino Hunter Talk. Ich habe eine Frage an Arian Topala. Du hast ein unglaubliches Octagon-Debüt gehabt. Wie siehst du diesen Kampf? Wie siehst du die Stärken, die Schwächen deines Gegners? Was glaubst du, wie wird das ablaufen? Wie sehe ich die Stärken, die Schwächen meines Gegners? Er ist ein erfahrener Typ. Er hat viele Kämpfe gemacht. Aber wie gesagt, ich will nach oben und genau an solchen Leuten muss ich vorbeikommen. Und jetzt schauen wir mal, was er mir morgen bieten kann. Ich bin gespannt. Ich habe Bock auf den Scheiß. Und morgen sehen wir dann weiter, was er, ob er mir die Stirn bieten kann oder nicht. Oder ob er einfach nur ein Stein ist auf meinem Weg. Zweite Frage. Was für Auswirkungen, wenn das eine Rolle spielt, mental, physisch, hat der Kampf in diesem Zeitraum im Ramadan für dich, dass du jetzt in diesem Zeitraum kämpfst? Natürlich, im Ramadan ist es jetzt nicht schön zu kämpfen, aber was soll ich machen? Jetzt ist es halt so, wie es ist. Und ich hoffe trotzdem, dass Gott mit mir ist, dass ich da reingehe, dass wir beide nicht uns verletzen oder sonst irgendwas. Dass wir gesund wieder da rauskommen. Und alles andere gucken wir dann morgen. Ich habe noch eine Frage an Lucia Sabova. Ich habe gesehen, du hast einen kleinen Sohn, du hast es schon angesprochen. Inwieweit hat das sozusagen einen Effekt für dich mental in diesen Kampf zu gehen? Und inwiefern spielt das eine Rolle? Ich finde, als ich zurück zum Training gekommen bin, habe ich mich gar nicht verändert. Ich bin gar nicht anders und ich glaube, ich mache diesen Sport gut. Und ich mache das, weil ich das für mich selbst mache, nicht für meinen Sohn. Und nach diesem Aspekt ist das nicht anders. Thank you. Hallo. MMA for Today. Ich habe eine Frage an Adrian. Dein Gegner ist ein erfahrener Kämpfer. Wie hast du dich vorbereitet, falls dann doch über alle Runden hinweg kämpfen musst? Wie soll ich mich vorbereitet haben? Ich bin immer vorbereitet auf 3 Runden, auf 5 Runden. Also ob er jetzt, natürlich, ich gehe nicht mit der Einstellung rein, dass ich jeden Kampf erste Runde gewinne. Weißt du, was ich meine? So, es passiert halt meistens, aber ich bin natürlich auch auf 3 Runden vorbereitet. Wenn der Kampf 3 Runden geht, dann bin ich auch 3 Runden am Start. Also ganz klar. Wir haben deine Kämpfe verfolgt und deswegen die Frage auch, die letzten Kämpfe hast du dann immer meistens in der ersten Runde gewonnen. Deswegen die Frage, und wie sieht deine Prognose aus? Meine Prognose, ich denke, dass morgen wieder ein Finish wird. Ob es in der ersten Runde ist, morgen wieder sehen wir dann. Aber ich bin sicher, dass ein Finish wird. Und wenn es auch mal eine 3-Runden-Schlacht wird,
Wird doch auch geil. Ich bin hier zu Hause. Eine 3-Runden-Schlacht zu bieten, ist doch was Geiles, oder nicht? Deswegen so, ich hab Bock auf alles. Egal wie, ich nehme den Kampf so, wie der ist. Danke. Arian, ich habe auch noch eine Frage. Absolutes Heimspiel für dich morgen in Stuttgart. Bist hier aus Balingen, du bist aus der Region. Wie schwer war das für dich in der Vorbereitung? Ist es eher ein Push in der Vorbereitung, dass du hier zu Hause kämpfst? Oder geht man da anders an den Kampf ran, wenn man weiß, okay, man kämpft jetzt am nächsten Tag zu Hause oder irgendwo im Ausland oder in Köln oder sonst wo? Ich habe ja schon mal in Balingen gekämpft. Also damals war es noch mal 10-mal kleiner. Weißt du, da war ich noch so am Anfang. Und das war einfach heftig, weil du einfach deine ganzen Leute da hast. Deine Familie, alle waren da, weißt du, was ich meine? So, das ist einfach ein unbeschreibliches Gefühl. Und jetzt ist es nochmal 10-mal größer hier in Stuttgart und jetzt nochmal in einem anderen Punkt in meiner Karriere, sag ich mal, wo es halt jetzt mit mehr Siegen auf dem Kerbholz, mit mehr Leuten im Rücken, mit alles drum und dran. Also, das ist für mich einfach unbeschreiblich, jetzt zu Hause zu kämpfen. Und was soll ich dir sagen? Ich habe einfach Bock, Alter. Ich will da rein und einfach morgen alles geben, alles im Käfig da lassen, egal was passiert, weißt du, was ich meine, so, solange ich alles gebe, wird es auf jeden Fall gut gehen, bin ich mir sicher, aber ich habe Bock, Alter. Ich habe Bock, morgen ein Feuerwerk da zu machen. Du hast ja in Köln schon mal einen weggehauen aus dem Gym, morgen ist eventuell der zweite dran. Du hast bei YouTube gesagt, dass du danach den Heavyweight von denen herausfordern wirst. Wie ernst war das von dir gemeint? Ja, das ist ja ein Teamkollege, der will sich ja im Prinzip rächen für seinen Teamkollegen. Und wenn ich den weghaue, wer soll danach kommen? Sollen die mir halt den hier Heavyweight bringen oder sonst wen? Also ist mir scheißegal. Alles Gute für morgen. Dankeschön. You know, Wayne is already fight, so yes. What is your response to that? Could you repeat your answer, please, for Jacinta? For me, Wayne is already fighting. I think the weigh-in said a lot more about her than it did about me. Losers watch winners and winners focus on themselves. Wir konzentrieren uns halt alle auf uns selbst. All right, thank you. Then somebody from the German community asked a question regarding Rosa Gumiena. Frage do you consider this fight a title contender Rosa match? Gumiena. Denkst du, dass das jetzt ein Contender-Match sein wird? Wenn ich diesen Fight gewinnen werde, denke ich, dass der nächste Schritt ein anderer Fight ist. Und das zwar der Fight um den Gürtel. Sabova ist die beste Fighterin in Octagon. Sie ist die bekannteste Fighterin in Octagon. Deswegen finde ich es klar, dass wir eigentlich dann um den Gürtel kämpfen sollten. Danke. Okay, any other questions? Okay, if not, then we will do the stand downs now and then. Wenn es keine Fragen mehr gibt, dann werden wir weiter machen. Dann kommen wir jetzt zum weiteren Teil. Okay, wir starten mit dem ersten Kampf des Abends. Jacinta Austin und Carolina Wojcik.
Dankeschön. Okay, als nächstes machen wir weiter mit Rosa Gumiena und Lucia Szabowa. Das zweite Matchup der Damen morgen Abend in der Hans-Martin-Schleyer-Halle in Stuttgart. Rosa Gumiena und Lucia Szabowa. Als nächstes begrüßen wir die fairen Sportsmänner Nico Serbesis und Michael Degaschek. Wenn ihr den Spider-Man des MMA-Sports bei der Arbeit sehen möchtet, schaltet morgen ein auf octagon.tv. Nico Serbesis und Michael Degaschek. Selfie ist ein Muss, so gehört sich das. Und als nächstes begrüßen wir Arian Topalai vom Planet Eater Balingen und Carol Rizavi. Wenn man einen intensiven Stare-Down haben möchte, dann ist das hier ein Musterbeispiel. Arian Topalai und Carol Rizavi. Okay, als nächstes machen wir uns bereit für den zweiten Teil der Pressekonferenz. Wir begrüßen dann die Kämpfer aus der Maincard des morgigen Abends in der Hans-Martin-Schleyer-Halle in Stuttgart. Octagon erobert eine weitere Stadt im Sturm. Einer der Lieblingskämpfer der Organisation kehrt in den Käfig zurück. Der unsterbliche Kelte Jungwirth, dessen Leistungen und Kämpferherz die Fans bei jedem Turnier aufs Neue begeistern. Diesmal wird er vom Prinzen von Bratislava Robert Pukacz zur Revanche herausgefordert, um eine 2 Jahre alte Rechnung zu begleichen. Eine epische Schlacht zwischen Kämpfern mit gewaltiger Zerstörungskraft. Das Monster aus München, Ironside Popek, hat bereits 9 Knockouts in der ersten Runde erzielt, während ihm der Grizzly Kimball aus Denver mit 14 Knockouts gegenübersteht. Für den ehemaligen Titelherausforderer Mati Gertesz ist es bereits der 16. Kampf bei Octagon. Er trifft diesmal auf den Elite-Kämpfer Niklas Stolze, der zuletzt Kalaschnik auf die Bretter schickte. Ein Duell der Champions der ersten Runden. Cordero, der seine Gegner in Sekundenschnelle finisht, trifft auf den Debütanten Dominik Schober, der bereits 10 Knockouts in der ersten Runde für sich verbuchen konnte. Ruben Viking Wolf, ein gnadenloser Finisher, hat schon gegen die besten Schwer- und Halbschwergewichtler der Welt gekämpft und fordert jetzt den ungeschlagenen Sebastian Herzberg heraus. Meine Damen und Herren, das ist Octagon 55, Jungwirth vs. Pukacz 2. Sicher dir deine Tickets und erlebe eine mitreißende MMA-Show hautnah.
Welcome everyone on the second part of the press conference before herzlich even Octagon willkommen 55, bei dem Octagon 55. Die ersten Fragen können kommen. Test. Hallo, MMA for today. Meine erste Frage geht an Niklas Scholz. Dein Gegner hat ist ein vielseitiger Kämpfer und hat eine soliden Bilanz. Welche bestimmte Bereiche seines Kampfstils hast du mehr trainiert oder auf dich vorbereitet? Also erstmal schön, dass du da bist. Danke für die Frage. Hallo Leute, schön, dass ihr euch Zeit nehmt. Also ja, es ist gut, es ist solide und hat auch einen guten Rekord, ist relativ identisch meinem gegenüber, würde ich fast meinen. Hat schon gegen Cosma um Titel gekämpft, also weiß auf jeden Fall, was er macht. Ich mag seinen Kampfstil auch actually sehr, muss ich sagen. Und ist halt ein geiler Tanzpartner für morgen, um halt zu zeigen, welche Level noch dazwischen stecken. Meine zweite Frage ist, in der Vergangenheit hast du gezeigt, dass du sowohl im Stand als auch als im Boden dann halt sehr stark bist. Wie planst du den Kampf? In beide Ebenen oder hast du schon? Ja, also erstmal lasse ich das Ganze auf mich zukommen. Ja. Morgen laufe ich erstmal ein und dann genieße ich das alles erstmal. Es ist so alles auch nicht so selbstverständlich, so große Arenen zu kämpfen, weißt du, mit so einem Publikum und so, das ist schon geil. Und dann gucken wir, das habe ich auch schon mit dem Fight gegen André gesagt, dass ich immer so den ersten Schlagabtausch abwarte, dann ein bisschen gucke, wie er reagiert und was er macht und dann adjustieren wir und dann höre ich auf meinem Coach und dann wird der Kampf auf jeden Fall schon in die richtige Richtung gehen. Vielen Dank. Ich gebe mal weiter. Dankeschön. Dylan from MMA for Today. Christian Jungwirth. Hallo. So, morgen bestreitest du den Rückkampf. Ohne jetzt ein Psychologe zu sein, aber wie ist es psychologisch für dich? Denkst du, du hast einen leichten Vorteil gegenüber deinem Gegner? Was heißt ein Vorteil? Ich freue mich einfach zu kämpfen und es gibt nichts Geileres, wie zu Hause zu kämpfen und ob Vorteil, Nachteil, ist mir scheißegal, ich komme zum Kämpfen, ganz einfach. Ja, apropos Heimatstadt Stuttgart, wie ist es für dich jetzt morgen hier in Stuttgart zu kämpfen vor 15.000 Zuschauern? Ja, wie ich schon sagte, ich freue mich, ich kann es kaum abwarten. Spürst du einen leichten Druck? Druck gehört dazu, das ist wichtig, man braucht Druck, aber ich sag mal eher, das ist ein positiver Druck für mich und ich freue mich einfach vom heimischen Publikum zu kämpfen und ja, geil, ich habe gute Vorbereitung hinter mir, habe alles gemacht, habe meine Hausaufgaben gemacht und ja, bin happy, bin zufrieden mit mir und bin in der Balance, bin ausgeglichen, die Pause, das hat mir richtig gut getan und ich merke richtig, wie ich sprühe vor Energie, auch beim Weightcut oder so. Der Weightcut, der war mit Abstand der leichteste Weightcut, den ich bis jetzt hatte in meiner Karriere und ja, let's go. Du hast Hausaufgaben erwähnt, gab es eine spezifischere Analyse oder hast du nochmal die letzten Kämpfe angeschaut, hat er sich seit eurem letzten Aufeinandertreffen nochmal irgendwie verbessert? Siehst du da noch mehr Stärken, die er hat oder eher mehr Lücken und Schwächen? Ja klar, wir haben Videoanalyse gemacht, das ist selbstverständlich und darauf haben wir uns auch vorbereitet und ja, sehen wir dann im Ring einfach. Ja. Dankeschön, Alexander Popek. So, hallo. Du bist ja bekannt dafür, dass du ein Finisher bist. Wie schaut deine Vorbereitung auf den Kampf jetzt für morgen aus? Ja, du sprichst es schon an. Das Ziel ist ein Finish und ich werde alles dafür geben. Hast du auch eine genaue Prognose, welche Runde und was für eine Art von Finish? Nein, ich möchte keine Prognose abgeben. Mhm. Aber ihr werdet einen explosiven Kampf sehen, wie immer. Mhm. Der alte Ironside ist back auf jeden Fall. Ja, vielen Dank. Otázka na promotéry. Fragen an die Promoters. Uns erwartet ein Rückkampf des Jahrhunderts. In dem Ranking ist Alex am höchsten, dann Jeremy Kimball. Ist das ein Titel um den Ersetzer im Titelkampf?
Es ist kein Kampf um den Ersetzer, aber theoretisch überlegen wir uns das. Eine Frage an Robo. Robo, du warst sehr, sehr offen in dem letzten Video für Octagon. Welche Reaktionen hattest du und wie schwer war es für dich, damit rauszukommen? Nach all den Jahren war es nicht schwer. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich mit meinen Gefühlen rauskommen muss. Es war irgendwie natürlich. Und wenn die Menschen, die mich kennen, oder die Menschen um mich, kennen mich sehr gut. Was Octagon betrifft, dann die Menschen, die die Fragen stellen, die können etwas aus ihnen rausholen. Also, es ging vielleicht, wenn ich jünger war, wollte ich nicht so viel darüber sprechen. Dieses Video war, oder der Grund war, dass ich wollte, dass ich auch über tiefere Gefühle und Emotionen spreche. Du hast die Aufmerksamkeit erwähnt. Spürst du einen großen Druck? Wie ist es eigentlich, auf einem feindlichen Gebiet zu kämpfen? Um ehrlich zu sein, ich spüre keinen großen Druck. Ich bin daran gewöhnt, viel im Ausland zu kämpfen. Danach habe ich nur zu Hause gekämpft, auch in Tschechien natürlich. Die Fans kennen uns da sehr gut. Ich habe da viele Fans. Das heißt, ob ich in Frankfurt kämpfe, vielleicht hatte ich dann im Ausland ein lockereres Gefühl. Und die positiven spüre ich auch hier in Stuttgart. Ich weiß natürlich, dass Kelt hier ein Heimstar ist und Liebling der Fans, aber ich spüre keinen großen Druck. Ist das für dich ein persönlicher Kampf? Nein, es ist ein weiterer Kampf einfach. Ich muss hier nichts beweisen für mich. Ich, natürlich, vor 2 Jahren war das so, wie das war. Aber es ist nicht so, dass ich mich revanchieren muss irgendwie. Ja, die Situation war so, wie es war. Und ich kam zu dem Punkt, wo dieser Kampf Sinn macht. Danke. You fought in heavyweight division. Why did you come down? Jeremy, du hast im Heavyweight gekämpft. Warum bist du jetzt zum Light Heavyweight gekommen? Ich finde, Light Heavyweight ist die beste Kategorie, Halbschwergewicht. Das wäre für mich am besten. Du hast schon darüber gesprochen. Was war das Problem? Ich werde darüber morgen sprechen. Jetzt will ich über den Fight sprechen. Ich bin eigentlich bereit für morgen und du kannst diese Frage auch morgen stellen. Frage an Alexander Popek. Yes. Hast du darüber nachgedacht, den Fight nicht anzunehmen, weil Jeremy es das Gewicht nicht geschafft hat? Nein, gar nicht. Mir ist es egal, ob er 2 oder 3 Kilo mehr wiegt. Ich finde, wir sind auf dem gleichen Gewicht eigentlich jetzt in diesem Moment. Ich habe darüber also gar nicht nachgedacht, den Fight nicht anzunehmen. Du hast schon für den Interim-Title gekämpft. Findest du, dass, falls du jetzt gewinnst, dass es dich für einen anderen Titel pusht, für eine andere Titelbekämpfung? Ja, ich finde schon. Es würde mich sehr helfen. Ich habe eine Frage, 2 Fragen an die Mutter. Robo hat hier über seinen Weg zum Octagon gesprochen. Es geht da sehr um schwierige Situationen. Es war sehr persönlich, sehr emotionell. Und ich möchte wissen, was Sie als Promoter dazu gesagt haben. Ist es das beste Promo-Video aller Zeiten? Ja, wir haben solche Reaktionen bekommen, dass es das beste Video ist.
nach vielen von den letzten Monaten. Und das ist das, was wir machen wollten. Wir wollten diese Geschichte einfach präsentieren. Wir wollten das zeigen. Und wir wissen, wie schwierig seine Geschichte war, wie schwierig seine Anfänge waren. Und ich glaube, dass Sport ein großer Teil seines Lebens ist. Und ich glaube, natürlich auch die Familie, aber wir wollten ihn den Fans näher bringen. Und ich glaube, die deutschen Fans, die diesen Doku gesehen haben, verstehen Robbo besser. Und es bringt ihn ihm näher zu denen. Wir haben jetzt ein besseres Gespür dafür, wie der Kampf sein wird. Wir sind sehr, sehr stolz auf unser Team, dass sie solche Videos sehen können. Christian Jungwirth, einer der besten in Deutschland, bist du einer der Besten. Und jetzt ist Octagon in Stuttgart bei dir zu Hause und das ist der größte Kampf des Abends. Was hat eigentlich Christian dafür für Octagon getan? Könnte man ihm ein Geschenk machen oder geben? Ja, vielleicht schon, aber... I believe it was December 3 years ago. Als er vor, ich glaube, drei Jahren, in Dezember, glaube ich, zu uns gekommen ist und er hat gleich begonnen zu kämpfen, seinen damaligen sehr harten Gegner. Sein Gegner war damals sehr, sehr berühmt und beliebt. Aber deswegen ist Octagon so beliebt, weil so ein ähnliches Gespräch haben wir mit Christian auch vor einem Jahr geführt. Christian hat es leid getan, was ihm im Leben passiert ist. Und wir haben ungefähr 1 Million Fans auf den Social Medias. Sie haben eine Verbindung zu den Fightern, zu den Kämpfern. Und jetzt, wenn wir in Stuttgart sind und Christian ein bisschen unter Druck steht, dann haben wir hier sowas wie eine sechsteilige Serie. Früher war er ein Fußballspieler und für ihn und für uns ist es ein Geschenk, dass wir nach Stuttgart kommen konnten. Wir haben in Stuttgart die größte Halle ausverkauft und das Timing ist einfach perfekt. Und mal schauen, was wir morgen sehen werden. Aber ich glaube, es könnte das Beste sein, was wir je gesehen haben. Danke, Christian. Ich hoffe, viele Fußballfans sind hier und werden auch hier dir zuschauen. Und ich habe gesehen, Stuttgart ist in der Bundesliga sehr erfolgreich. Du hast auch in der ersten Liga gespielt. Du hast in Stuttgart an der Akademie studiert, Fußballakademie. Wie ist es für dich, wenn alle Fans dir Beifall geben, dich anfeuern? Ja, das ist natürlich Heimspiel. Ich freue mich. Ich habe in der Jugend hier gespielt, in Stuttgart. Das ist mein Zuhause. Und ich habe die meiste Zeit meines Lebens eigentlich auch in Stuttgart verbracht. Wie gesagt, C- und B-Jugend habe ich hier gespielt. Dann bin ich damals schon von meinem Ort, von Bopfingen, 100 Kilometer einfach nach Stuttgart gefahren. Dreimal, viermal die Woche als Teenager, als 12-, 13-Jähriger. Und ich kenne den Weg und den Weg fahre ich heute immer noch gern. Den kann ich mittlerweile schon blind fahren, also mit Augen zu. Und ja, aber ich, wie gesagt, meine Heimat ist Bopfingen und Stuttgart ist meine Heimat. Aber ich nehme lieber den Weg in Kauf und ich freue mich einfach, ja, morgen kämpfen zu dürfen bei meinem Heimspiel. Und ja, das bedeutet, es ist mir schon eine große Ehre. Und ich freue mich richtig. Ja. Kann es kaum abwarten. Thank you. One more question. We journalists have a eine weitere Frage. Wir Journalisten haben morgen ein bisschen frei nach dem Frühstück und ich habe gehört, dass wir morgen ins Porsche und Mercedes Museum gehen können, weil die Veranstaltung erst am Abend stattfindet. Was ist besser? Also es lohnt sich beides zu besuchen. Mercedes oder Porsche? Also okay, thank you. Hallo, Sino aus Berlin für Sino Hunter Talk.
Meine erste Frage geht an Christian, Christian Jungwirth. Christian, inwieweit hier? Hi, grüß dich, mein Lieber. Inwieweit erwartest du einen anderen Kampf als den ersten Kampf? Und was glaubst du, wird anders laufen oder wirst du wieder in der Lage sein, mental deinen Gegner zu brechen? Das ist ein neuer Kampf, neuer Gegner. Und ich weiß, was ich zu tun habe. Und das werde ich morgen umsetzen im Kampf, im Ring. Und ja, ich erwarte auf jeden Fall, dass er mit Druck kommen wird. Und ja, aber kann kommen. Ich bin bereit. Schön. Und inwieweit, zweite Frage, inwieweit spielt dein letzter Kampf, der so gelaufen ist, wie er gelaufen ist? Juckt mich nicht, ist mir scheißegal. Vergangenheit. Vergangenheit kannst du nicht, das ist Vergangenheit. Da brauchst du dir keinen Kopf machen. Ist so. Wir sind im Hier und Jetzt. Hier zählt es. Jetzt zählt es. Nicht was war, nicht was morgen sein wird oder übermorgen. Es zählt im Hier und Jetzt. Nichts anderes. Danke. Danke. Letzte Frage. Was glaubst du, wie weit sind wir entfernt von einem Superfight, Megafight, Octagon? Es gibt andere große deutsche Namen, Islam Dulatov, Christian Eckerling. Ich bin hier, um gegen Robert Pukacz zu kämpfen und nichts anderes. Punkt. Fertig aus. Vielen, vielen Dank, Christian. Danke. Frage an seinen Gegner, Robert Pukacz. Ich habe gesehen in der Dokumentation, dass du deine Familie thematisiert hast, dass du deinen kleinen Sohn thematisiert hast und gesagt hast, dass es ein großer Faktor ist, dass er dich als Held sieht und dass du dadurch gewachsen bist und dass dich das gestärkt hat. Und kannst du da kurz was zu sagen? Inwieweit spielt das eine Rolle im Vergleich zum letzten Kampf? I have my son in last fight also. Ich hatte meinen Sohn auch damals in dem letzten Kampf, aber heute sehe ich die Dinge anders. Ich habe eine andere Perspektive und ich bin gewachsen. Und ich glaube, mein Sohn hat mein Leben verändert. Aber ich, wie jeder Vater, versuche, inspirierend für ihn zu sein. Zweite und letzte Frage. Glaubst du, dass Christian dich unterschätzt aufgrund des letzten Kampfes? I don't think so. I think he's a experienced. Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, er ist sehr erfahren und er unterschätzt niemanden. Er ist sehr gut vorbereitet, wie immer. Also ich glaube nicht. So, machen wir hier weiter. Auf der linken Seite. Servus an alle, grüßt euch. Ich fange an. Christian Jungwirth, eine Frage an dich. Erstmal, ich sehe dich jetzt hier gerade schon ein bisschen. Du siehst aufgepeppt aus. Sieht so aus, als würdest du den Kampf von morgen jetzt schon ein bisschen im Kopf durchgehen. Wie sehr kribbeln dir gerade die Finger und die Hände? Skala von 1 bis 10. Kein Kommentar dazu. Ich freue mich einfach zu kämpfen wieder und kann es kaum abwarten. Wie gesagt, ich sprühe vor Energie und die Pause, die hat mir richtig gut getan. Und ich merke, dass es war wirklich, ich sag mal, nichts passiert ohne Grund im Leben. Es musste so sein, es sollte so kommen. Und deswegen bin ich Gott dankbar, dass er mir das gegeben hat. Ich denke nicht einmal, ich habe nicht einmal dran gedacht, ah scheiße, Verletzung oder keine Ahnung. Nein, ich bin dankbar dafür, dass er mir die Pause gegeben hat. Und daraus habe ich mich weiterentwickelt. Ich habe mich in allen Bereichen weiterentwickelt und ich freue mich einfach nur. Würdest du, wenn morgen irgendwas Ähnliches passieren sollte, würdest du diesmal tappen oder würdest du es nochmal genauso machen? Nächste Frage. Nächste Frage, kein Problem. Vor 2 Jahren haben wir uns das erste Mal getroffen, wir haben ein bisschen miteinander gequatscht, wir haben ein Video gemeinsam gedreht. Damals hast du schon ein paar Kämpfe bei Octagon gehabt und du hast damals gesagt, du findest es schade, dass du beim deutschen Publikum noch nicht so angekommen bist wie bei dem tschechischen Publikum. Jetzt sind 2 Jahre vergangen, Octagon hat einige Events hier geleistet, sehr große Arenen ausverkauft. Was hat sich für dich persönlich verändert? Hat sich schon einiges verändert, muss ich sagen, im positiven Sinne natürlich. Und wir haben viel mehr finanzielle Unterstützung für die Familie bekommen. Ich kann mein Traum leben und mehr mein Traum leben und dafür bin ich dankbar. Meinen ganzen Sponsoren und den ganzen Support von den Leuten und bin ich einfach nur dankbar, dass sie gemeinsam mit mir zusammen meinen Traum leben. Danke. Als du vor 3 Jahren bei Octagon ungefähr angefangen hast, hättest du dir diesen Weg, den du jetzt gemacht hast, so vorgestellt oder erträumt? Erträumt, ja, aber nicht vorgestellt. Ja, okay. Aber ich sag mal, Dreams comes true.
I would like to say something to this question there. This was one of our goals, ich würde auch dazu etwas sagen, als wir auf den deutschen Markt gekommen sind, das war unser Traum. Wir wussten, dass Christian Jungwirth sehr beliebt ist auf dem deutschen Markt. Menschen haben Fotos mit ihm gemacht, aber die Menschen kannten ihn in Deutschland nicht und das fanden wir komisch. Deswegen war das unser größter Ziel. Wir wollten, dass er genauso berühmt auch in Deutschland ist und jetzt ist es wahr gekommen. Die ganze Arena wird ihn anfeuern. Menschen machen mit ihm Fotos. Sie erkennen ihn auf der Straße. Und das war also unser Ziel und es ist in Erfüllung gegangen. Ja, so ist das. Ich mache weiter mit der nächsten Frage. Die geht an Alexander Popek. Du hast vorhin gesagt, du freust dich darauf, den Kampf morgen zu machen und den Leuten zu zeigen, dass der alte Ironside wieder zurück ist. Was meinst du mit der alte Ironside? Glaubst du, dass du im letzten Kampf nicht der warst, der du immer bist? Ja, genau. Alte Ironside meine ich mit Wille, mit Aggression. Letzter Kampf war so, hat es so ein bisschen gefehlt. Jetzt bin ich back und nicht nur mit dem Willen, sondern auch mit neuem Skillset, neuen Coaches, Fight IQ nochmal auf ein ganz anderes Level gebracht. Und ja, ich freue mich, das zu zeigen. Du sagst es gerade, neue Skills, neue Coaches. Einer deiner Coaches sitzt gerade hier neben mir. Was hat er dir für neue Tricks beigebracht? Naja, werdet ihr sehen, aber sehr, sehr breites Spektrum auf jeden Fall. Jetzt nicht nur im Striking hier David, sondern auch Wrestling, Grappling, der Thomas. Also ja, ganz neues Level einfach insgesamt. Hast du das Gefühl, dass die Leute nach dem letzten Kampf angefangen haben, ein bisschen an dir zu zweifeln? Ist mir scheißegal. Ich gehe meinen Weg. War immer so und es ist auch so. Ja, ich mache immer weiter. Besten Erfolg auf jeden Fall für den Kampf morgen. Und meine letzte Frage geht an die zwei Prügelbrüder. Da haben wir einen da hinten, Dominik Schober, und natürlich hier vorne haben wir auch noch Jamie. Was glaubt ihr, wer von euch beiden ist der härtere Hauer? Ja, ich meine, mein von Octagon gegebener Name ist K.O. Dero oder K.O. Dero und ich glaube, das sagt alles. Und den Namen habe ich mir nicht selber gegeben, den haben die mir gegeben. Und ihr werdet morgen sehen, warum. Ja, kann ich nicht viel dazu sagen. Das werden wir morgen sehen dann, weil ich habe noch keine Chance gehabt. Ich habe jetzt die Chance, das zu zeigen und das werden wir morgen auch machen. Hey Männer, viel Erfolg auf jeden Fall für den Kampf morgen. Ich freue mich drauf. Eine Frage an Niklas. Hier drüben. Hier. Hi. Niklas, wirst du morgen wieder Peter Sobotar in deiner Ecke haben? Und wenn ja, wie wichtig ist es für dich, so einen erfahrenen Mann an deiner Seite zu haben? Erstmal hallo, dankeschön für die Frage. Ja, Peter ist immer dann in meiner Ecke, wenn er verfügbar ist. Jeder weiß, er hat auch ein ziemlich erfolgreiches Team zu leiten und etliche Kämpfer zu coachen. Aber immer wenn er verfügbar ist, ist er mit in meiner Ecke. Ich kenne Peter meine gesamte Karriere. Mein allererstes MMA-Seminar war bei Peter Subota und Andreas Kaniotakis. Das war mein allererstes MMA-Seminar. Keine Ahnung, das war 2012 oder 2013. Und seitdem verfolge ich Peter. Und ist auch ein Fakt, dass für mich eigentlich wahrscheinlich der erfolgreichste MMA-Kämpfer ist, den Deutschland je hatte. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich von dem Mann lernen kann. Und dass er auch in meiner Ecke ist und dass er auch so gut mit meinem Headcoach befreundet ist, ist ja halt auch wichtig, dass halt da eine Symbiose entsteht. Ne? Also ich trainiere und mache schon alles immer mit Sascha, schon seit über 12 Jahren. Und wenn da jemand reinfuscht, der Meinung ist, er kann da irgendwas verändern oder irgendwas besser machen, dann passt du halt nicht ins Team. Und Peter ist halt eben genauso nicht, sondern Peter passt sich an und addiert, was halt dazu gehören muss. Und das ist halt einfach wirklich mega gut. Ich habe noch eine Frage off-topic, weg vom MMA. Ich finde, du hast eine brutale Ähnlichkeit mit Fritz Meinecke. Wenn man die Augen zumacht, könnte man gerade meinen, man hört ihn sprechen. Wäre Seven vs. Wild mal was für dich? Würdest du da mitmachen, wenn eine Einladung reinkommen würde? Ja klar, sicherlich. Also erstmal Schulter dann Fritz. Fritz ist ein Freund von mir. Fritz trainiert bei uns im Gym. Fritz ist ein geiler Typ. Ist einer meiner absoluten Lieblings-YouTuber. Manchmal frage ich mich selber, was es noch braucht und so, um halt irgendwie so in diesen ganzen Kreisen anzukommen. Aber im Endeffekt muss ich auch ehrlich sagen, interessiert mich nicht. Weißt du, ich will im MMA was schaffen und ich will im MMA mir einen Namen machen. Und ich habe mir schon einen super krassen Namen gemacht. Ja, also wenn in 100 Jahren dann jemand über meiner Stadt über MMA spricht, dann wird man immer von mir sprechen. Ich habe halt Sachen erreicht als allererster, die keiner in Deutschland erreicht hat.
Von daher bin ich nicht ganz so auf diesem YouTube-Ding so, weißt du, aber ich finde das mega und ich finde die Szene genial. Ich finde das geil, wie sich alle unterstützen und hypen, das finde ich schon gut. Und wenn er mich fragt, mache ich das. Aber ja, erstmal Fokus MMA. Ich habe echt noch ein paar Kämpfe vor mir. Ich habe echt ein paar Sachen, die ich erledigen muss. Und ja, alles andere kommt dann. Danke dir, viel Erfolg. Dankeschön. Philipp Harburger, der deutsche Kommentator von Octagon. Ich habe noch ein paar Fragen aus der deutschen Fan-Community, aus den sozialen Netzwerken. Eine davon geht an Alexander Popek. Da hat jemand wissen wollen, ob du der Meinung bist, dass dein Gegner schon ein bisschen resigniert hat, weil er eben nicht nochmal einen Anlauf gestartet hat, um das Gewicht nochmal zu bringen. Das weiß ich nicht, weil ich habe nur gestern die Information bekommen, gestern Abend, hey, Kimber wird sein Gewicht nicht bringen können. Und wir haben ein paar Optionen. Die eine ist eben, er wiegt mit 96,6 ein. Das war dann so vereinbart. Dazu habe ich zugestimmt. Wie er jetzt drauf ist oder wie inwiefern er beeinflusst ist oder ob er keinen Bock hatte, das weiß ich nicht. Und ja, wir werden sehen. Schmeckt das Taschengeld, was er an dich abdrücken musste, dafür, dass er das Gewicht verpasst hat? Ja, natürlich. Immer gut. Okay, dann hat noch jemand wissen wollen an Dominik Schober. Du bist schon mal darauf eingegangen, aber jemand hat wissen wollen, wie kam deine Freundschaft mit Christian Jungwirth zustande und wie ist das Training mit ihm? Wir hätten, er hat kämpft, glaube ich, vor zwei Jahren in Bratislava oder irgendwo und da hat sein Gegner ist ausgefallen. In Pardubice war das. Aber ja, da ist sein Gegner ausgefallen und dann haben die halt kurzfristig bei mir angefragt. Ich habe ja gesagt, war aber zu dem Zeitpunkt zu schwer. Dann haben wir so halt zum Schreiben angefangen ein bisschen und haben wir gesagt, ja, also war Sympathie da halt und ja, wenn wir schon gegeneinander kämpfen, dann trainieren wir halt gemeinsam so. Gesagt, getan, eine Woche später war er am Flughafen in Wien, gleich eine Woche da und ja, das hat sich dann so ergeben. Und seitdem sind wir wirklich gut zusammengewachsen können, gut trainieren miteinander. Training ist immer super, wir pushen uns beide gut und ja, ich glaube, die Sparrings, die wir haben, die könnte man, glaube ich, verkaufen teilweise, weil da geht es ordentlich zu und ja, passt gut. Okay, danke schön. Dann hat noch einer gefragt, das ist eine Frage, die geht an Niklas Stolze. Wenn du den Kampf gegen Kertész gewinnst, könntest du dir vorstellen, gegen Islam Dulatov zu kämpfen? Ja, auf jeden Fall. Warum nicht? Also, ich habe das schon mal gesagt und ich sage das jetzt auch nochmal. Mich interessieren eure Hypes nicht, mich interessieren eure Follower nicht, mich interessieren eure Klicks nicht. Ja? Wenn ihr gegen mich in den Käfig steigt, dann müsst ihr euch darauf vorbereiten, dass da jemand euch ins Gesicht springt, dass da jemand Submissions ansetzt und dass jemand MMA fightet. Und das ist alles. Ich bin keiner, ja, wie gesagt, mich interessiert es nicht. Und klar, wenn er will, macht er. Ich weiß nicht so richtig, was seine Pläne sind. Ich weiß nicht, was Andres und Pavels Pläne sind. Ich weiß nur, dass dieses Turnier da stattfindet um den Titel. Ich habe mit meinem Manager schon gesprochen, aber wir fokussieren uns jetzt auf Kertész. Da habe ich eine große Aufgabe vor mir und auf die freue ich mich halt auch. Wie gesagt, habe ich ja schon mal gesagt, ich freue mich wirklich gegen ihn zu kämpfen und danach schauen wir weiter. Dankeschön. Okay, then there is one question from the German fans regarding Matej Kertész, because there was somebody wegen Matej Kertész. Denkst du, dass du wieder auf die Spitze der Welterweight Division kommen wirst, Matej? I knew that it was a mistake not learning on the German lessons. So. Ich weiß, dass es ein Fehler war, nicht von den deutschen Aufgaben zu lernen, nicht Deutsch zu lernen. Also danke, dass die Fragen in Englisch waren. Ich weiß, dass jeder Sieg mich an die Spitze bringt, näher und näher. Letztes Jahr war das ziemlich schwierig für mich, aber ich finde, okay, ich bin wieder da, wo ich sein will. Noch eine Frage aus der Community an Cordero und auch an Dominik Schober im gleichen Anschluss. Jamie, denkst du bist zu leicht für das Mittelgewicht oder glaubst du bist dort gut aufgehoben? Also, wenn man sich das Ranking im Mittelgewicht anschaut, würde ich nicht unbedingt sagen, dass ich zu leicht bin, aber da sind auf jeden Fall einige Brocken dabei, die definitiv schwerer sein werden als ich. Aber
wie gesagt, ich habe auch schon vorher gegen schwere Leute gekämpft. Ich habe immer Kickboxen, immer in dieser Gewichtsklasse sogar schwerer gekämpft. Und bin es gewohnt, mit schweren Leuten im Ring zu stehen. Und ja, dementsprechend macht es mir eigentlich, mache ich mir da keine Sorgen. 77 war schön, aber ich bin ein schwerer 77er und ja, dementsprechend fühle ich mich im Mittelgewicht eigentlich wohl. Okay, danke. Eine abschließende Frage an Dominik Schober. Wir sind vorab schon mal in dem Interview darauf eingegangen, aber es wollte jemand wissen, dein Octagon-Debüt wurde dreimal verschoben. Warum hat das jetzt so lange gedauert? Ja, alle guten Dinge sind drei. War leider letztes Jahr war für mich persönlich ein sehr hartes Jahr mit Verletzungen, Krankheit, alles drum und dran. Und ja, bin sehr dankbar, dass ich jetzt die Chance nochmal gekriegt habe. Ist auch nicht üblich, muss man auch sagen. Und die werde ich auch nützen und auch hier bleiben dann. Alles klar, Dankeschön. Okay, that's it. So, thank you everyone. Das ist also so tomorrow alles. At six, vielen Dank. Morgen um 6 geht das question. Ganze los. No? Okay, guys, so see you tomorrow. Wir werden uns also morgen sehen auf octagon.tv. Und jetzt kommen wir zu den Stare Downs. Yeah, like really old school, man. What's this? Octagon erobert eine weitere Stadt im Sturm. Einer der Lieblingskämpfer der Organisation kehrt in den Käfig zurück. Der unsterbliche Kelte Jungwirt, dessen Leistungen und Kämpferherz die Fans bei jedem Turnier aufs Neue begeistern. Diesmal wird er vom Prinzen von Bratislava Robert Pukacz zur Revanche herausgefordert, um eine 2 Jahre alte Rechnung zu begleichen. Eine epische Schlacht zwischen Kämpfern mit gewaltiger Zerstörungskraft. Das Monster aus München, Ironside Popek, hat bereits... Okay, als erstes begrüßen wir zum Staredown die beiden Mittelgewichtler Jamie Cordero und Dominik Schober. Die beiden Scharfschützen lassen es morgen krachen. Beide haben richtig heftiges K.O.-Potenzial. Gewinnen kann aber nur einer. Jamie Cordero und Dominik Schober. Als nächstes begrüßen wir den UFC-Veteran Niklas Stolze und seinen Gegner aus Ungarn, Mati Kertes. Budapest gegen Magdeburg, das Duell Mati Kertes gegen Niklas Stolze. Als nächstes kommen wir zu den schwereren Jungs ins Halbschwergewicht oder ins Catchweight. Jeremy Kimball und Alex Ironside Popek. Jeremy Kimball und Alexander Ironside Popek. Morgen das Duell im Catchweight. Und dann das Main Event des morgigen Abends, das Heimspiel vom Kelten. Christian Jungwirth im Rematch gegen Robo Pukacz. Robo Pukacz will die heimische Festung von Christian Jungwirth einnehmen, aber der pocht auf den Heimsieg. Christian Jungwirth und Robo Pukacz. Das war's soweit von den Athleten. Wir machen uns bereit für morgen und sehen uns ab 18 Uhr in der Hans-Martin-Schleyer-Halle in Stuttgart. Octagon erobert eine weitere Stadt im Sturm. Einer der Lieblingskämpfer der Organisation kehrt in den Käfig zurück. Der unsterbliche Kelte Jungwirth.
dessen Leistungen und Kämpferherz die Fans bei jedem Turnier aufs Neue begeistern. Diesmal wird er vom Prinzen von Bratislava, Robert Pukac, zur Revanche herausgefordert, um eine 2 Jahre alte Rechnung zu begleichen. Eine epische Schlacht zwischen Kämpfern mit gewaltiger Zerstörungskraft. Das Monster aus München, Ironside Popek, hat bereits 9 Knockouts in der ersten Runde erzielt, während ihm der Grizzly Kimball aus Denver mit 14 Knockouts gegenübersteht. Für den ehemaligen Titelherausforderer Mati Gertesch ist es bereits der 16. Kampf bei Octagon. Er trifft diesmal auf den Elitekämpfer Niklas Stolze, der zuletzt Kalaschnik auf die Bretter schickte. Ein Duell der Champions der ersten Runden. Cordero, der seine Gegner in Sekundenschnelle finisht, trifft auf den Debütanten Dominik Schober, der bereits 10 Knockouts in der ersten Runde für sich verbuchen konnte. Ruben Viking Wolf, ein gnadenloser Finisher, hat schon gegen die besten Schwer- und Halbschwergewichtler der Welt gekämpft und fordert jetzt den ungeschlagenen Sebastian Herzberg heraus. Meine Damen und Herren, das ist Octagon 55, Jungwirth vs. Pukac 2. Sicher dir deine Tickets und erlebe eine mitreißende MMA-Show hautnah.